Interessante Diskussion, wo wir den Weltraumlift hinbauen. Ganz sicher sind wir uns noch nicht. Er bringt anscheinend ja viel Touristen in die Stadt. Deswegen wäre gut, wenn er natürlich auch von der Anbindung her ganz gut wäre. Ich hätte hier überlegt, da haben wir viel Platz in alle Richtungen. Oh, das Gefühl. Und man kann ihn vom Flughafen gut erreichen und vom Hafen. Das ist auch nicht so wahnsinnig weit weg. Und man kann die Stadt in die Richtung noch ausbauen. Ich glaube, ich finde das gar nicht verkehrt. Er macht zwar viel Lärm, was nicht ganz ohne ist. Aber so leise ist es hier bei den zwei Kreisen eh nicht. Und dann bauen wir den Weltraumlift. Zack! Da haben wir ihn. So, mal kurz, ganz kurz Pause. 16.000 kostet er die Woche. Also eigentlich alles das, was ich gerade im Moment plus mache, wird er komplett auffressen. Es gilt als Transport. Das ist ja auch ganz witzig. Dann gucken wir mal, ob der dann so viel Touristen in die Stadt lockt, dass sich das wieder lohnt. Wie ist denn das Budget? Wir verdienen mit Tourismus im Moment wöchentliche Einnahmen von Touristen 500. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gucken wir mal, ob das besser wird. Dann brauche ich mir da wahrscheinlich in der Nähe demnächst würde ich mal denken, noch ein bisschen Geschäftsviertel. Damit die Leute da auch gleich einkaufen gehen, wenn da so viele Touristen hingehen. So, dann probieren wir es gleich mal, dann die Touristen, die da hinkommen, gleich zum Shoppen zu überreden. Ich bin ja gespannt. So cool aussehen tut er schon mal, der Weltraumlift. Kann man nichts sagen. Vielleicht sieht man dann, ich weiß gar nicht, ob man auch mal einen Raketenstart sieht. Wenn man schon so einen Weltraumlift gebaut hat, muss das ja ein bisschen was bringen. Da muss da ja irgendwie auch mal eine Rakete starten oder so. Sonst hat man ja nichts davon. Ich bin gespannt, wie dann da die Touristen hoffentlich in Strömen kommen. Und man sieht es, meine Einnahmen, zack, weggebrochen. Aber vielleicht kann man es wieder reinholen. Es sind weniger geworden sogar, Einnahmen durch Touristen. Da muss man jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Im langfristigen Vergleich. Wir können mal ganz kurz in die langfristige Statistik gucken, in die Stadtstatistik. So, was haben wir jetzt hier? Touristen, wo sind sie? Touristen, ne? Und Steuereinnahmen von Touristen bewegt sich eh im geringen Bereich. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber es geht ja auch ums Prinzip. Wir wollen einen Weltraumlift natürlich haben in der Stadt. Sowas muss ja einfach sein. Auch wenn er nur Touristen hat. Ich hätte natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ehrlich gesagt, hätte ich schon was anderes gebaut. Was das aussuchen konnte ich sowieso, aber das war einfach das, wo ich schon am meisten hatte. Gucken wir kurz. Das Eden-Projekt führt zu einer Wertsteigerung der Grundstücke auf dem Stadtgebiet. Ist natürlich super. Mangelnde Bildung. Der Hadron Collider macht... Eigentlich wird alles andere besser. Also der Hadron Collider und das Eden Project wären super. Medizinische Zentrum auch nicht. Am liebsten hätte ich als nächstes eigentlich den Hadron Collider. Ich glaube, den kann ich auch bauen. Theater der Wunder. Shoppingstatue. Aquarium. Colossal Orders. Wie hole ich denn die Shoppingstatue? Gucken wir doch mal ganz kurz. Oh. Das hasse ich. Das sage ich jedes Mal und das kann ich auch nicht oft genug sagen. Ich hasse das. Es kann doch nicht sein, dass ich diesen blöden Hadron Collider jetzt nicht bauen kann. Was hat denn auch eine Shoppingstatue mit dem Ort der Wissenschaft zu tun? Ich kann doch jetzt nicht 8 Millionen Euro ausgeben für irgendwas, damit ich dieses blöde Ding bauen kann. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist auch Schwachsinn. Ich kriege ja so nicht, ich kriege ja im Leben nicht 8 Millionen Euro weg. Ich muss das alles ausgeben und dann wieder neu verdienen. Das ist so ein totaler Hirnriss. Also eigentlich kann ich mir
für die nächste Zeit den Hadron Collider schön abschminken, weil ich halt zu viel Geld habe. Schön. Das ärgert mich jetzt total. Das medizinische Zentrum kann ich nicht bauen, weil ich das Einkaufszentrum der Mäßigung nicht habe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich davon nicht habe. Und den Krankenhausplatz habe ich auch nicht. Jetzt kann ich das auch schon mal knicken. Hier kann ich, das Eden-Projekt kann ich vielleicht bauen. Das ist das Einzige, was einigermaßen realistisch gerade ist. Dafür muss ich halt die Statue der Industrie bauen, aber der Rest ist halt nicht realistisch. Das ärgert mich so. Kernfusion kann ich auch bauen, obwohl ich es auch nicht so toll finde. Ich hätte total gerne den Hadron Collider für die Bildung aller Bürger. Das finde ich total cool. Aber nein. Geht nicht. Irgendwie kriege ich übrigens total viel Geld wieder rein. Ich weiß nicht, ob es das schon die Touristen sind, die kommen. Die letzten, da sind irgendwie noch keine Touristen gekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht richtig angeschlossen ist oder wo das Problem liegt. Die Touristen sind auf jeden Fall noch keine da. Gucken wir ins Budget. Nee, die Touristen haben das Geld noch nicht ausgegeben. Irgendwie steigt mein Einkommen aber trotzdem wieder. Schade. Also was für eine Vollscheiße, dass ich mit den Monumenten jetzt so ein Problem habe. Ich glaube, bevor ich mich auf das nächste Monument stürze, das nächste Monument wird... das kann man echt hier auch besser sehen. Das nächste Monument wird das Eden-Projekt sein. Also die Statue der Industrie brauche ich. Immerhin, hier tut sich ein bisschen was. Hier meckern sie jetzt, weil sie nicht genug Arbeiter haben. Die könnten aber eigentlich von hier unten kommen. Hoffentlich. Wie weit sind wir denn bei der Statue der Industrie? Wie viele Quadratmeter fehlen uns? Wir sind wieder bei 6000. Ich arbeite mich da langsam wieder ran. Ja. Und dann... Ich baue einfach auch mal hier unten jetzt. Hier noch ein bisschen. Zack. Industrie dahin. Oder wo? Kann ich ja später wieder abreißen. Vielleicht... So, kommt jetzt ein bisschen schnell ein bisschen Industrie hin. Hier auch. Kann ich nicht noch irgendwie in dem Stadtviertel die Industrie ankurbeln? Nee, soll gar nicht verdoppeln. Ich brauche doppelt so viel Industrie. So, das mache ich wieder rückgängig gerade. Kann ich nicht die... Das mache ich auch mal. Ich fasse das Stadtviertel mal eben zusammen. So, so ein Quatsch. So, 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 so. Das auch noch. Alles gehört dazu. So. Schachtelheim City. Und da wird Industrie und Besteuerung für Industrie... wo ist denn Industrie? Gewerbegebiete, Wohngebiete, Bürogebiete? Ach, kann ich nicht mal senken. Dann senke ich hier noch die Industrie Steuern. Man soll sich jetzt hier überall ratzfatz Industrie ansiedeln. Ja, es läuft schon. Hier unten noch nicht so sehr. Und damit ich dann möglichst bald die Statue der Industrie bauen kann. 6100. 660, ja, ist auf dem Weg. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Kommt jetzt mal endlich ein Tourist hier hin. Ah, 39. Langsam wird's doch. Okay, also dann. Das sind die nächsten zwei Ziele. Die Statue der Industrie und dann das Projekt Eden ins Leben rufen. Das sind so die zwei Ziele. Und während das ja ein bisschen vor sich hin eiert, kümmere ich mich mal um die grundlegenden Bedürfnisse der Bürger. Weil das dauert ja eh ein bisschen, bis sich hier das aufgebaut hat. Gucken wir noch ganz kurz nach. Wie weit sind wir? 6273, ja, es geht langsam. Langsam, aber stetig. Genug Strom haben wir. Wasserverfügbarkeit. Haben wir noch genug. Müll, ne? Guck, die Müllverbrennung
Wird schon wieder zu einem Problem, langsam. Hier ist auch wieder so, dass die Müllverbrennung so weit weg liegt, aber am Güterhafen, da kann man ruhig nochmal einen bauen. Ich meine, der Hafen ist jetzt eh nicht besonders hübsch. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und am Hafengebiet kann auch ruhig eine Müllverbrennungsanlage stehen. Wo vielleicht das Gefälle mal nicht so steil ist. So. Dann kann die hier rechts schön den Müll abholen. So. Brauchen wir sonst noch irgendwo vielleicht Müllverbrennung? In der Stadt wollen wir das ja immer nicht haben. Ein Müllproblem haben sie ja trotzdem hier nicht. Das sieht ganz gut aus. Hier gibt es anscheinend ein kleines Feuerproblem. Und hier ist ein Haus, was überhaupt nicht... Okay, was ist das denn hier? Eine Grundschule. Die einfach nicht an der Straße steht. Das ist natürlich schlecht. Ist auch geil, dass die Umzugskosten immer gleich sind. Dann setze ich die mal irgendwo hin, wo noch nicht so viele Grundschulen sind. Weil da ist es gar nicht so schlecht. Angeschlossen bisher. Kommt hier noch eine hin, eine Grundschule. So. Wo habe ich sie weggenommen? Irgendwo. Irgendwo. Egal. Wir waren eigentlich beim Müll. Darum ging es. Müllverbrennung. Sollte jetzt wieder okay sein. Ups. Die laufen irgendwie nicht. Warum? Ach so. Weil sie noch keinen Müll gesammelt haben. Die Müllwagen sind aber unterwegs. Von daher klappt das dann schon. Gut, gut, gut. Damit bin ich zufrieden. Zwischendurch immer mal checken, wie es aussieht. 6300. Ja, es geht langsam voran. Das Tempo könnte ein bisschen schneller sein. Vielleicht können wir hier noch gerade was machen. Diese Kreuzung ist auch ein bisschen arschig. Wie kann ich denn hier vielleicht noch ein bisschen Gebiet rausquetschen, ohne dass ich hier so einen Verkehrsengpass wieder schaffe? Industrie! Industrie! Wo haben wir sie? Da, super. Alles voll mit scheiß Industrie. Super ist. So. Pappt alles voll. So, gibt's sogar noch Wasser. Schon ganz schön geil. Da gibt es auch genug Wasser. Das sieht gut aus. Okay. Also, wir waren hier. Wasser, Wasser. Können wir auch gleich mal eins bauen, wenn wir schon dabei sind. Weil das kann dann auch schon bald wieder seine Grenze erreichen. Das geht ja mal fix. Wie ich hier alles an einer Stelle voll pappe. Abwasserklärung. Passt auch noch. Gut. Strom, Müll, Bildung. So, Grundschule. Gucken wir mal, ob alle Gebiete gut angeschlossen sind. Oder ob es irgendwo rote Bereiche gibt. Also, Kapazitäten sind genug vorhanden. Die Anbindung ist jetzt auch nicht so scheiße. Hier ist ein bisschen die Anbindung scheiße. Dann stelle ich hier ruhig eine Grundschule hin. Geld haben wir ja genug. So knapp ist es alles nicht. Ja, die Verkehrsführung ist halt hier völlig für den Arsch. Deswegen sieht alles so bescheuert aus. So. Können die jetzt mal vernünftig zur Schule gehen hier? Achso, ich habe das gerade falsch verstanden. Rot heißt ja auch gar nicht, dass sie nicht
Zugang zur Schule haben. Rot heißt, dass einfach ungebildete Leute da wohnen in dem Verein. Aber es ist auch oft, wenn Häuser neu sind oder gerade neu eingezogen sind, sind die halt noch ungebildet. Es sind aber eh 5 Senioren, die gehen ja eh nicht in die Grundschule. Hier wohnen 5 Opas zusammen. Irgendwo so eine Granny Gangbang Party in dem Haus. Und die gehen natürlich nicht in die Grundschule. Brauche ich überhaupt nicht die blöde Grundschule da hinsetzen, aber jetzt habe ich es eh schon gebaut. Von daher ist es gerade wurscht, aber da habe ich die Grafik oder die Farben wieder falsch interpretiert, was die heißen. So. Oberschule ist schon ein bisschen knapper. Aber wir haben genug Kapazitäten quer über die Stadt verteilt. Von daher, hier sind wieder die Ungebildeten, die roten Gebäude, aber auch da gilt wieder, naja, wir Jugendliche, die können dann zur Oberschule gehen. Müssten eigentlich noch angeschlossen sein, sonst baue ich hier nachher mal öffentliche Verkehrsmittel. Im Moment haben wir auf jeden Fall genug Kapazitäten. Und von der Uni, die 2 Unis reichen auch an der Stelle noch ordentlich aus. Hier hinten ist eher ungebildet. Dann sollen sie ja zur Uni gehen. Könnt ihr mal mit der U-Bahn dahin fahren? Das ist ja wohl nicht mein Problem. Vielleicht später mal hier irgendwie eine Uni hinsetzen und sich das dann noch weiter ausbreitet. Von der Kapazität reicht es auf jeden Fall. Dicke hin. Zufriedenheit ist überall sehr gut. 84% ist okay. Könnte ein bisschen besser sein, vor allem Gewerbegebiet ist immer ein bisschen niedriger als das Rest. Das haben wir schon immer so gehabt. Aber das wird nichts. So, zwischendurch immer mal gucken, wie weit sieht es damit aus? 6.800. Läuft. Gesundheit. Kapazitäten sind super. Hier ein Krankenhaus, da ein Krankenhaus. So, hier ist das nicht so angeschlossen. Und da wir nicht so knapp bei Kasse sind, gönne ich mir einfach hier ein Krankenhaus. Wie ist der Unterschied nochmal? 400 pro Woche. Na, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ups. Ich guck gerade, wie die Anbindung wäre, was das genau bringen würde. Wie weit würde das jeweils reichen? Eine Arztpraxis ist halt immer so sehr begrenzt. Obwohl es vielleicht mit einer Arztpraxis manchmal besser wäre, gerade in so einem Gebiet, wo die Anbindung irgendwie so komisch ist. So, ändert sich dann die Farbe dann bei denen schon? Ist die ärztliche Versorgung dann schon besser direkt? Mal. So, 2. Da haben wir ein Krankenhaus, Arztpraxen. Braucht ja nicht alle 2 Meter ein Krankenhaus. Durchschnittsgesundheit 72%. Ist jetzt nicht so super. Es ginge durchaus besser. Gerade hier unten ist die Gesundheit dann nicht so ideal. Kann ich vielleicht nochmal hier was in die Nähe stellen, damit die auch nicht so einen weiten Weg haben. So. Hier ist ja das neue Industriegebiet. Und warum ist hier die Gesundheit so super schlecht? Was ist denn da los? Was ist denn das? Victoria Residence. Und denen geht es überhaupt nicht gut. Schlechte Laune, 5 Erwachsene, kein Bock auf die ganze Scheiße. Vielleicht, weil sie hier direkt neben dem Sido wohnen. Vielleicht stinkt es da den ganzen Tag. Also, bisschen uns um die Gesundheit gekümmert, bisschen 3 neue Arztpraxen gebaut, schon mal ein bisschen besser. Die Industrie hier reiße ich, glaube ich, dann eh wieder ab. Die soll jetzt ja eh nur kurz aufgebaut werden, damit ich mein Ziel von 10.000 Quadratmetern erreiche. Bestattungswesen, Friedhofsauslastung. Ich habe einen Friedhof, der füllt sich langsam wieder ein bisschen. Ne, man sieht, vielleicht muss ich mich gleich auch mal ein bisschen um die. Was haben wir hier eigentlich? Warum ist denn das so tiefrot? Gesundheit niedrig. Was ist denn da los? Geht's einfach allen nach Scheiße. Sind trotzdem glücklich, aber alle kacken krank. Keiner weiß warum. Dann sieht man, auf welcher Stufe die sind.
Ja, schon ziemlich weit entwickelt. Hier gibt es noch ein paar Gebäude, die noch nicht so weit sind. Ah, die können eh nur 3 Stufen erreichen anscheinend. Bürogebäude, Industrie auch, Gewerbe auch. Und Wohngebiete können 5 Ebenen erreichen. Aber eh ganz gut. Die Industrie ist ja dann ganz schön scheiße. Die soll einfach in die Breite gehen. Der Wind. Es hat hier Windturbinen wichtig. Das hat nichts damit zu tun, wie in anderen Spielen manchmal die Verschmutzung wohin geweht wird. Es geht einfach nur darum, ja, ist stark, ist starker Wind oder ruhiger Wind für halt Windkraftwerke. Ja, den Verkehr haben wir uns ja lang genug immer wieder mit beschäftigt. Im Moment habe ich da gar keinen Bock drauf. Hier ist anscheinend ein bisschen mehr Verkehr, aber auch kein großer Rückstau. Hier ist noch mal ein bisschen, wo kommt eigentlich immer das Zahnarztgeräusch her? Ist das irgendwie ein Flugzeug, was vorbeifliegt? Das klingt immer volle Kanne eklig. Und die Bodenverschmutzung ist natürlich hier hinten mies. Da ist sie mies. Aber ansonsten geht's. Ja, und wo natürlich die Müllverbrennungsanlagen sind, ist auch nicht gerade ideal. Was haben wir hier eigentlich? Eine Müllverbrennungsanlage. Auch lecker. Mitten im Wohngebiet. Naja. Muss uns nochmal angucken. Lärmbelastung. Ja, Da habe ich mich noch nie so richtig drum gekümmert, um die Lärmbelastung, ob wir die mal irgendwie reduzieren. Wir haben hier ab und zu so Straßen gebaut mit Bäumen, um die Lärmbelastung ein bisschen runterzusetzen. Ansonsten natürlich eine Straße, an der viel los ist, kann man gar nicht so viel machen. Manchmal ist es hier relativ entspannt, aber es gibt ja echt miese Ecken. Auch so ein Expo-Center macht viel Lärm, das Solarkraftwerk auch. Das Solarkraftwerk können wir auch irgendwann mal da wegnehmen. Mit der Feuergefahr, da kann ich mich mal drum kümmern. Da gab es jetzt oft mal Probleme. So, und hier, das ganze neue Viertel, ist eigentlich feuertechnisch total beschissen angebunden. So, wir haben entweder eine kleine Feuerwache, die 560 kostet. Das kostet immer 3-mal so viel. Beim Bau kostet es mehr, aber ansonsten auch nicht so viel. So, wie gut kann er denn die verschiedenen Sachen hier erreichen? Das ist wieder alles so, weil es so blöd gebaut ist. Sieht immer ganz witzig aus, wenn man so baut. Aber das ist, wie gesagt, das Problem in der City, da hast du immer ein Effizienzproblem, sobald du so baust. Das sieht aber ganz okay aus. So, kriegen wir hier eine Feuerwache. Freuen sich alle den Arsch ab. Und das sieht dann gleich ganz anders aus. Und dann brennt das hier irgendwie häufiger. Weil die auch so schlecht erreicht werden können. Und hier ebenfalls. Wir sind immer scheiße angebunden insgesamt. Hier ist natürlich viel Verkehr auf der Straße. Das heißt, selbst wenn eine Feuerwache steht, dadurch, dass so viel Verkehr ist, kommen die Feuerwehrfahrzeuge schlecht dahin. Hier steht trotzdem nochmal eine große Feuerwache. Wo stellen wir die hin? Ist auch krass. Ist das nicht auch eine Feuerwache? Ist auch kein kleines... nicht eine Feuerwache, sondern ein Feuerwehrhaus. Ist doch kein kleines Gebäude. Hier ist auch nochmal schwierig. Hier ist immer die Anbindung. Schauen wir mal, wie sich das jetzt verändert. Ja, die bleiben schlecht angebunden. Ich probiere mal, ob ich den versetzen kann an die Straße, ob mir das viel bringt. So, wie sieht es jetzt aus? Okay. Das ist so verkehrt nicht. Ein paar schwierige Gebiete gibt es trotzdem noch. Das ist auch geil. Das ist echt nicht weit, aber es gibt sofort das Problem, weil das halt die Anbindung so scheiße ist. Darüber. Na gut, da ist eh nicht viel Verkehr. Ich probiere einfach mal. So. Da noch ein paar
Wege, dass sie die Häuser mal besser erreichen. Ja. Die haben halt irgendwie Pech gehabt. So weit ist es von der Feuerwehr gar nicht weg, die sollen sich mal nicht so anstellen. Jetzt mit den verwinkelten Straßen. Immer so halb ideal. Hier ist natürlich auch schwierig immer. Bauen wir hier noch eine kleine Feuerwache hin. Hier so an die Ecke vielleicht. Ja, denen hilft es doch ganz gut. Dass das denen nicht mehr hilft, wo es echt nicht so weit weg ist, wundert mich dann schon. Und auch denen, die jetzt da direkt angebunden sind, müsste es eigentlich auch schneller gehen. Aber naja, reicht immer noch nicht ganz. Wir haben noch eine ganz miese Ecke, die wir aus Prinzip helfen wollen. Gefahr 21%, finde ich eh okay. So, hier noch einer an die Ecke. Und dann bin ich eigentlich eh zufrieden, finde ich. Mir reicht das dann. Ah, die Gebäude sind ja nicht mal angeschlossen. Das mache ich eben mal noch. Jetzt holen die mir hier wieder die Hütte voll. So, wie sieht's aus mit meinem Industriegebiet? 7800. Naja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Industriegebiet, obwohl das hier schon fast voll ist. Weiß gar nicht, wie ich letztes Mal 10.000 hatte. Da hatte ich irgendwo anders noch. Aber hier unten habe ich auch bis Industriegebiet angefangen, was noch nicht so richtig besiedelt wird. Ja, so richtig wollen sie es noch nicht an der Stelle. So. Ich will nur alles voll mit Industrie haben. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Finde ich. Ich weise mir es eben noch aus, damit da irgendwann mal irgendwas passiert. Kann ja sein, dass es was bringt. Also in der nächsten Folge gehen wir nochmal die restlichen Grundbedürfnisse durch. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich endlich mal um den Nahverkehr, was ich seit 1000 Jahren ungefähr nicht gemacht habe mit dem Nahverkehr. Und danach habe ich hoffentlich genug Industrie, dass ich das alles wieder abreißen kann, das Industrieviertel, und langsam wieder in ein Büro überführen kann. Ich kann zwischendurch auch mal ein bisschen aufräumen, weil einige abgebrannte Gebäude und ein paar verlassene sind auch noch da. Also ein paar Kleinigkeiten gibt es zu tun und dann gibt es das nächste einzigartige Gebäude.